die Verwurzelung. With globalization in the world, I think that federalism is one of the, how to say, preventions way of keeping identity of different nations, different groups within federal orders. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Einheit des Staates stellen einen Komplex dar, der gerade in der jüngeren Vergangenheit und bis in die Gegenwart wieder enorm an Aktualität gewonnen hat. Der Zerfall der Sowjetunion und des ehemaligen Jugoslawiens haben dies der Welt erneut vor Augen geführt. Of course, a conflict, I can say, is part of us. And sometimes it can arise. In Sri Lanka, the two parties who have been fighting a very violent war, I mean, one of the most violent wars on the globe for the last 20 years, more than 60,000 people are killed. There has been various models which have been developed, which have been suggested, which have been rejected, which have not worked, which have been unsuccessful. In 1990-91, nous avons eu une rébellion Touareg au nord du Mali. C'est une minorité, certes, mais elle est malienne. Nous avons fait la guerre, mais nous sommes revenus à une table de négociation et nous avons fait un pacte national de paix et de sécurité au nord. Denken Sie in der Schweiz etwa an die Jura-Frage? Wäre der Jura ein Teil eines Einheitsstaates, so hätte das den ganzen Staat zum Explodieren bringen können. Ich kann nur sagen, dass der Föderalismus eine große Chance bietet, für multiethnische Gesellschaften Autonomie und Einheit miteinander zu verbinden. Die Grundidee des Föderalismus, nämlich dass Multiethnizität nicht etwas eine Last ist, sondern im Grunde genommen ein Trumpf, ein Reichtum, den man fördern muss, diese Grundidee findet man in den föderalistischen Verfassungen und vor allem auch in der Präambel unserer Bundesverfassung. Ja, this is the best way to keep everyone together. Und umso größer der Staat, umso unterschiedlicher die Sprachen und die Kulturen, umso wichtiger ist es, dass es ein föderalistisches System gibt. Und es gibt ja viele Bereiche, die brauchen nicht eine einheitliche Lösung zu finden, sondern die können sehr gut lokal, regional, sprachlich, ethnisch oder nach anderen Grundsätzen aufgeteilt gelöst werden. Wir Politiker sind ja häufig nach oben Föderalisten, weil wir nicht wollen, dass man uns dreinredet, aber wir sind nach unten Zentralisten, weil wir unter uns alles so haben möchten, wie wir es möchten. Es kommt darauf an, ob man wirklich den Gliedstaaten oder den verschiedenen Gemeindewesen genügend autonom, genügend Autorität gibt, autonomen Spielraum und auch Kompetenzen, sich selbst zu entwickeln. Federalism sometimes doesn't work. It could lead to secessionism. What we mean by multiculturalism in the United States, you know, we are the great melting pot. We would rather melt than federate. That's a good motto. Rather better melt than federate. One of the biggest fears that they have is that their own identity is going to be lost in this big, huge country that you're going to be in. So if they can, to some extent, maintain that identity and be conscious of the fact that they are able to decide on their own fate, and there is a certain constitutional unit that is provided for them to do so, I think that's going to be extremely useful. Without sacrificing their diversity and their individuality, I think that's the key, because individuals must be allowed to feel that they are free to, you know, to express themselves, to have their language, to have their own pattern of behavior. But this has to be tempered somehow with international norms, the norms that have been all agreed in human rights, in other aspects, and that's where the balance comes. Es gibt immer wieder den Zusammenstoß zwischen individuellen Rechten und Gruppenrechten,
Und da müssen die Minderheiten einen speziellen Schutz, spezielle Rechte haben. Las sociedades occidentales basaron parte de su desarrollo en derechos individuales. Las comunidades indígenas están basadas en desarrollo en derechos colectivos. We in Canada also have developed group rights, that is, rights that inhere in the individual by reason of his or her belonging to a group, which have been very, very important in our federalism and in protecting minority rights. So really, federalism is the key to integration of a culturally, ethnically disparate people. Ich kann mir umgekehrt niemand, keine Rechtsordnung, keine institutionelle Ordnung vorstellen, wo mit einer zentralistischen, nicht föderalen, dezentralen Struktur solche Minderheiten zu ihrem Recht kommen. Vor allem auch in vielen Entwicklungsländern hat man entdeckt, dass die Zukunft eigentlich nicht in rein ethnisch klaren Nationalstaaten liegen kann, denn das würde zu einer totalen Zerzettelung aller Staaten führen, sondern dass der Föderalismus als Grundgedanke, die Vielfalt in der Einheit zu leben, wie es in unserer Verfassung heißt, eben eine zukunftsweisende Idee ist. And then the need at the same time for people coming together, saying, well, we have a different religion or we have a different culture, or we have a different language, but there's still an advantage to sharing a common political space. Today we talk globally, we think globally, people are beginning to have global visions, that there is greater deal of integration economically, socially, politically. Gerade in einer globalen Welt braucht es auch die Identität des Kleinen, also die Verwurzelung. With globalization in the world, I think that federalism is one of the, how to say, preventions way of keeping identity of different nations, different groups within federal orders. Wer für was zuständig ist und wer was bezahlt, das wird für die Bürger immer undurchschaubarer. Das gefährdet die politische Akzeptanz. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten eigentlich eine Abgrenzung der Verantwortung von Bund und Ländern, die ähnlich klar gegliedert sein sollte wie eine Schichttorte. Heute gleicht die föderale Ordnung in Deutschland eher einem Marmorkuchen. It has major disadvantages. It is a much more difficult system to administer, enormously more difficult. It makes life in many respects much more complex. Es ist zwar zuzugeben, dass der Meinungsbildungsprozess in föderalen Strukturen vielfach mühsam verläuft, aber das Resultat, das er jeweils erbringt, ist sehr effizient und effektiv. In the experience of the most developed countries, federalism costs. I think at the outset and in appearance, it looks like a more costly process. But with federalism, since the decision making is closest to the people, there is greater accountability. There is also greater responsiveness to citizen preferences. And because of that, the cost of the public sector is much lower and can be much lower under a federal system than under a centralized system. Trop souvent, dans les fédérations, un gouvernement souhaiterait disposer des ressources que l'autre lui semble posséder. En réalité, les deux ordres de gouvernement doivent gérer les finances publiques avec prudence. In every group within a society, within a country, there are rich and poor. And so taxing the rich may be able to distribute some of that wealth. But it's not an issue that has been resolved because many states don't want to share their wealth with other states. They might be willing to share within their state, but not between. Denn auch das würde ich als eine Fehlentwicklung interpretieren, wenn jeder nur schaut,
dass die Kasse im eigenen Bundesland oder in der eigenen Region klimpert, sondern es sollte schon auch die Solidarität für das Ganze gesehen werden und nicht leiden. And from this pot of money, let's call it so, redistribution is made from the national level, that is the centralized level, even though we are unitary government, to the various local government areas. In Ghana we have 110. Lo que generó los conflictos en México fue la enorme pobreza y marginación en la que vivían las comunidades indígenas, la enorme discriminación a las que fueron sujetas durante muchos años, y lo que tenemos que hacer en este momento son estrategias de políticas públicas que permitan una adición de recursos. O sea, tenemos que triplicar, cuadriplicar los recursos que se enviaban a estas regiones para igualar con el resto de la nación las condiciones de vida de los pueblos indígenas. O sea, la amenaza no es la diferencia cultural, la amenaza es la pobreza en la que viven estas comunidades. Wenn die Machteliten bereit sind, Macht abzutreten und zu den Aufgaben auch die Finanzkompetenzen regeln. Und wenn ein Land einen minimalen Entwicklungsstandard erreicht hat, dass sich die Selbstständigkeit, die Selbstorganisation auch lohnt. Und wenn sie das nicht haben, Zugang zu Ressourcen, dann ist es auch schwierig, bottom-up, also von unten nach oben Strukturen aufzubauen. So far, I would say so good.